Hallo Leute, willkommen zurück. Eine neue Runde The Witcher Teil 3 Wild Hunt. Und ich befinde mich auf dieser Insel von irgendeinem Turm. Und ja, und soll mit einer magischen Lampe nach Geistern suchen. Allerdings in der Questline steht das optional. Deswegen weiß ich gar nicht genau, ob das wirklich die Aufgabe sein soll. Ja, jedenfalls haben wir hier genau auf neue Gegner sind wir auf neue Gegner gestoßen. Das waren die Nekrofanen Fageöl. Und die platzen und explodieren dann am Ende. Was habe ich denn hier noch? Fehlgeborene? Wo habe ich denn das gehabt? Berserker? Mann, oh Mann, davon weiß ich ja gar nichts. Ja. Jedenfalls da vorne ist, glaube ich, noch eins von den Teilen. Nein. Platz. Ach, da kann ich was aufnehmen. Da vorne kann ich auch noch was aufnehmen. Und da im Wasser ist auch noch einer. So. Wo sind denn die Geister? Hier jedenfalls nicht. Mit der Lampe kann ich nicht rennen. Kann ich nur so langsam laufen? Ach, da ist ja eine. Da ist ein Eingang. Aha. Oh. Na, dann komm her. Der nächste, bitte. So, dann geht's hier rein. Ach, eine Truhe. Eine Jägerhose. Aber weiter gibt es nichts. Die Jägerhose schaue ich mir an. Aha, okay. Die ist also nicht besser. Verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Ist hier noch einer Ertrunkener oder so? Da hinten.
Hässlicher Bastard. Tja. Wo sind denn die Geister? Ach, da geht's weiter. Oh, was ist das? Neue Feinde, Stufe 6. Ach, Glu. Oder Ghoul. Sehr schön. Na, so. Weg, weg, weg. Nein. Weg, 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 weg. Soll, ich glaube, das waren alle. Oh, mein Controller vibriert. Das könnte irgendwas hindeuten. Allerdings. Da ist. Das sind Pilze. Allerdings vibriert es ja gerne mal und ich weiß nie genau warum. Einmal speichern, bitte. Genau. Das sind Geräusche. Im Wasser allerdings. Ach, da drüben sollte ich hin. Was ist das? Oh, was ist das denn? Moment, 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 Moment. Nein! Falsche Seite. Wo sind die hin? Weg. Gut.
Da war noch eine verbrannte Hütte oder so. Was ist das? Ach, guck mal. Bienen und ein Nest. Ich probiere mal was. Nee. Ja, Honig. Sehr schön. Wo ist der hin? Da vorne. Okay. Ah. Oh, hier sind viele, viele, viele Ghouls. Und das Gebiet ist ein bisschen hakelig. Also viele Äste. Ja, sind ganz viele Feinde. Nein, auf Stufe 9. Da ist noch so ein Explosionsmonster. Sieht es mich? Nein. Es hat wieder vibriert. Ich weiß nicht warum. Na komm. So. Schaue ich mal in die Hütte rein. Was ist das?
Nix. Hier geht's nicht rein. Da ist ja ein Schnellreisewegweiser. Ach so, ich muss zum Turm, oder? Schnellreise. Turm voller Ratten. Wasserpipe. Ach, die sind doof. Nein. Da ist noch was. Geißblatt. Der Wind heult. Was? Der Wind heult? Ich habe irgendwas aufgesammelt. Ach so, war das die Reparatur-Dings? Kunde Turm optional, verwende die magische Lampe. Na gut. Im Turm nehme ich an. Es ist mal wieder Zeit zu speichern. Na gut, dann gehen wir den Turm hoch. Ich sollte Kayas Lampe benutzen. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen. Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will gar nicht wissen. Ich glaube, hier wird es wohl nicht mehr viel Nützliches geben. Da ist irgendwas. Was? Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden und die Tochter nach oben.
Aha. Der Controller vibriert die ganze Zeit. Also nicht die ganze Zeit, aber hin und wieder. Doch. Es klopft. Das ist verschlossen. Sollte ich erstmal unten gucken? Es ist ein bisschen gespenstisch schon. Für den Fall der Fälle. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Kratze. Und der Gestank. Jedenfalls ist hier reines Silber. Das ist, glaube ich, ganz gut gegen Werwölfe. Das weiß ja jeder. Okay. Hier noch was? Oh, ein Langschwert. Ja. Ach so, Moment mal. Ich habe eine. Hatte ich nicht eine neue Rune bekommen? Außerdem habe ich hier auch noch keine eingesetzt gehabt in meine Rüstung. Das könnte ich doch gut gebrauchen. Nee, warte mal. Warte mal. Warte. Axi. Moment. Igni ist das, was ich benutze, und Quen. Das hier zum Beispiel. Ja. Ah, ich kann noch eins ausrüsten. Und zwar zum Beispiel. Ich kann sogar zwei ausrüsten. Ist das nicht toll? Aber die setze ich kaum ein, ne? Was ich aber vielleicht mal tun sollte. Ja. Kommt alles noch. Gut, ich glaube, ich muss nach oben. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen.
Mein Herr, Bauer, Sie sind durch die Tür in den Turm. Durch die Tür, den Turm. Oh, was war das? Ich habe doch irgendwas gesehen gerade, so eine Gestalt. Ist weg. Hier ist nix. Ah, Moment. Meine Sinne. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Schema. Trophäe. Artillerist. Manuskriptseite. Was? Ach, guck mal. Ratten. Überall Ratten. Moment, hier war eine Truhe. Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals.
Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Was? Da ist auch ein Schalter. Die Ratten kann ich, glaube ich, nicht. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer nicht Wand aus. Mehrmals. Ausrotten. Ja, diese Wand. Vermutlich lässt sie sich bewegen. Aber. Noch tut sich hier nichts. Ausmachen. Ah. Schlecht eingerichtet. Tagebuch. Ich habe Ratten nie gemocht. Ja, muss man sich später mal durchlesen, wenn man möchte. Langschwert-Schema. Rezept Rubedo. Oh. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Ich bin ein Hexer, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit, die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns, soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie, wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte, wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen.
Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was ist dann passiert? Ich hatte schreckliche Angst. Vor den Männern, die da kamen, aber auch davor, den Trank zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat dich also nicht gerettet, warum? Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von hier fort? Im Turm liegt auch eine frische Leiche. Kannst du mir anderes mit anderen Seelen sprechen? Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Ich schaue mich noch etwas um. Aber wieso sollte ich nicht einverstanden sein? Natürlich, ich bin einverstanden. Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Bring Arabelle zu Graham. Was ist denn jetzt? Was war das für ein Geräusch? Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Aha. Experimente. Oh. Hab mich verdrückt. Geht's ja noch weiter hoch. Aha. Hybridenöl, Schatzjäger Gambeson. Überlebenes Bestienöl. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Gut, mehr ist hier nicht, glaube ich. Das her? Au! Was? Immer wenn ich hier vorbeigehe. Was ist das denn? Hm.
War hier noch was? Nee, ne? Ich glaube, da war ich schon überall. War ich auch hier? Ja. Gut, dann... kann ich, glaube ich, gehen. Zu Graham. Ne, Moment. Wo ist denn die Leiche denn? Oder wie, oder was? Bringt Annabelle zu Graham. Ich muss jetzt dahin, ne? Hier ist immer noch abgeschlossen. So, Moment. Da ist auch so ein seltsames... ah, Spukstätte. Okay. Das ist das Symbol, auf was ich da auch sehe. Und da ist auch eine Spukstätte. Ach ja. Das heißt, genau. Millie, es gibt Geister. Wir müssen fliehen, schnell. Millie? Millie, was hast du? Millie, wir müssen fliehen, schnell. Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt. Au. Nein, bleib zurück. Verlass mich nicht. Ah. Soll das dann bedeuten, dass doch im Turm noch etwas war? Moment. Oder unten? Vielleicht? Nee, es wird dann, wenn dann, oben sein. Hier ist es nicht. Ach so, es gibt ja auch einen Pfeil, das nach oben zeigt. Da drüber. Ah, verstehe. Hier? Nee, weiter hoch. Ja, wo denn? Nee, vielleicht einfach nur, weil ich noch zu Graham muss und dann... und dann hebt sich der Spuk auf. Ist der der Fluch gebannt und der Geist von Annabelle findet ihre Ruhe. So vielleicht. Und deswegen ist da noch das Symbol, weil dieses noch nicht gelöst wurde, so vielleicht, ne?
ist hier noch was? In der Hütte. Da ist eine Truhe. Ah, noch mehr. Oh, ein Saphir. So, jetzt wäre ja ein Boot, glaube ich, ganz nützlich. Na. Ja, wo muss ich nochmal hin? Ich glaube nur darüber. Das heißt, ich kann hier zum Boot. Kohle. Das kannte ich auch noch nicht. Moment, hier sind... Oh, hier ist einiges los. Oh ja. Mist. Nein. Ei, 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 ei. Ziehen Sie sich zurück, wenn ich hier hinkomme. Okay. Oh shit. Schnell heilen. Noch ein bisschen Pfeffer. Und dann brauche ich unbedingt etwas anderes. Und zwar das mit dem rohen Fleisch, das muss ich mir noch mal angucken. Na, wo seid ihr? Der Wind heult. Schnellreise. Du kannst schnell reisen, während du dich auf einem Boot befindest, jedoch nur an Orte, die auf dem Wasserweg erreichbar sind. Und mit dem Boot Schnellreisen öffnest du die Weltkarte, während du dich am Ruder befindest. Und Orte Schnellreisen mit dem... Aha. Das wusste ich ja noch nicht. Oh. So. Zeit ist um. Das heißt, hier geht's in der nächsten Folge weiter. Ja, ich finde das immer blöd, dass die Zeit das Spiel unterbricht,
weil es so einen Fluss nimmt und dann möchte man eigentlich immer dann weiterspielen, um zu sehen, wie es weitergeht. Aber da kann man nichts machen. Ich muss hier unterbrechen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und bis bald. Ciao, ciao.